Ja, hallo, liebe Leute. Zur 15. Folge Victoria 3 mit Japan. Ja, wir starten heute in der Pause, weil das könnte heute pünktlich zu Halloween eine genauso gruselige Folge werden, weil der Brite hat uns in der letzten Folge noch den Krieg erklärt. Mal wieder. Ich glaube, ich bin noch nie so oft angegriffen worden von der KI wie in diesem Let's Play. Der Brite kommt jetzt schon zum zweiten Mal, der Franzose war auch schon da, also mit Japan haben sie es alle irgendwie. Und der Brite möchte Bansha übertragen haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ups. Nicht wahr? Genau, er möchte einen Regimewechsel in Bansha und er möchte Bansha übertragen haben. So, jetzt bin ich mal ehrlich, Bansha ist mit seinen 600.000 BIP und seinen 300.000 Menschen, das ist jetzt nicht das Stück Land, das ich mit Klauen und Zähnen verteidigen werde. Ja, es hat Gummi, das ist wohl wahr, und ein paar Goldminen. Es ist schon nicht gänzlich verkehrt. Wir werden versuchen, es zu verteidigen. Aber ja, wenn es nichts wird, wird es nichts. Ne? Da müssen wir mal schauen. Ich fange mal auf Stufe 1 ganz vorsichtig an zu spielen. Wir müssen auf jeden Fall unser Kernland verteidigen. Die Flotte schicke ich schon mal hier runter. Auch wenn die nicht viel ausrichten kann. Und wir werden hier unten eine Armee erschaffen. Packen da einen General rein. Oh je, Mine, ein standhafter Verteidiger, ist ja schon mal nicht verkehrt. Und machen da 20 Einberufbare rein. Das muss reichen. Wenn das nicht reicht, dann... Es ist ja auch eine finanzielle Frage, ne? Es ist ja auch eine finanzielle Frage. Den mobilisieren wir da direkt und fangen an, die Wehrpflichtigen einzuberufen. Das machen wir alles an. Opium lasse ich weg. Weil das kriegen wir zwar theoretisch aus Magran, aber der Brite wird uns sowieso so tot raiden, dass wir direkt nach Kriegsstart minus maximal Konvois haben. Da kommt sowieso kein Opium mehr an. Das brauchen wir gar nicht erst probieren. So, machen wir das mal so. Die Beziehungsverbesserung mit Russland, die können wir übrigens mal beenden. Wir sind auf 50. So, und dann... Ja, wir haben kein Kriegsziel, da wird sich jetzt gleich automatisch wahrscheinlich die Kriegsreparation hinzufügen, leider. Ich würde gerne die Kriegsziel komplett weglassen, dass der Brite raustickt. Ja, da kommt automatisch die Kriegsreparation rein, das heißt, der Brite tickt auch nicht raus. Wir müssten dazu in England landen. Hat er hier irgendwas inkooperiert irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Man braucht ja mittlerweile ein inkooperiertes Gebiet. Damit Kriegsreparationen zählen. Früher konnte man ja einfach hier hinten in Guyana landen. Und dann ist die Sache erledigt gewesen. Wieso ist hier eigentlich Sierra Leone? Was zur Hölle? Hat der Brite das abgegeben? Das geht ja jetzt nicht mehr, weil es muss inkooperiert sein. Das heißt, wir müssen im Kernland landen. Nicht mal Gibraltar ist inkooperiert, ja. Beziehungsweise mittlerweile Ostandalusien, was er sich da gekrallt hat. Nicht mal das ist inkooperiert, ne? Also du musst wirklich auf der Insel landen und das können wir vergessen, ja? Das heißt, wir können den Krieg nur so lange rausziehen, bis er vielleicht... Oh, Opium freigeschaltet, aber das hilft uns nichts. Oh, wer will hier? Selangor möchte unserem Machtblock beitreten. Ja, kommen Sie ran. Nehmen wir direkt auf. Was bedeutet... wir müssen den Krieg einfach so lange in die Länge ziehen, bis er einen weißen Frieden machen möchte. Das werden wir nicht schaffen. Sind wir ehrlich, das schaffen wir nicht. Aber wir probieren's. Die hier oben mobilisiere ich erst, wenn er in Japan versucht zu landen. Wir sind halt dummerweise schon verschuldet. Oh, und wir sollten vielleicht für ein bisschen Munition sorgen, wenn ich jetzt nochmal 20 Armeen aushebe. Weil unsere Munitionshandelsrouten werden auch den Bach runtergehen. Oh mein Gott, warte. Industrie... Das sollten wir direkt starten. Wir haben nämlich erst, das ist alles Österreich, wir haben nur eine Munitionsfabrik in Shikoku. Und da fehlt es auch an Infrastruktur. Das sollte ich mal vorne in die Liste schieben. Eine Eisenbahn ist schon da, habe ich gerade gesehen. Die ziehe ich mal ganz nach vorne. Und dann Shikoku, hier noch zwei Munitionsfabriken. Das sollte eigentlich gehen. Aber erst die Eisenbahn. Weil ohne Infrastruktur kommt die Munition auch nirgends an. So, weiter geht's.
Ach ja. Und dann müssen wir gucken, ob wir die, die wir haben, vielleicht sogar noch ein bisschen umstellen können. Ja, wir warten mal, bis der Krieg ausbricht, beziehungsweise Munition können wir, glaube ich, gleich schon tun. Wartet mal, wo sind die Munitionsfabriken? Hier, die kann ich direkt schon... Nee, lohnt sich noch gar nicht. Also noch einmal genug Munition. Ja gut, wir haben ja auch erst vier Bataillone ausgehoben. Die müssen jetzt auch erstmal Organisation aufbauen und Truppenstärke und das dauert, ne? So, wir gucken mal. Was kommt hier noch? Ein Bauernaufstand in Lahitsch. Das interessiert uns auch nicht. Wir haben noch eine 500.000 Kredit. Leichtes Plus. Das wird jetzt halt jetzt, ja, das wird jetzt halt schmerzhaft, aber gucken wir mal, ne? Oh mein Gott, Protektionismus beschließen ist kritisch. Eieieiei. Die wollen ihn aber wirklich haben, den Protektionismus. Na gut, im Zweifel beschließe ich ihn. Der tut mir nicht ganz so sehr weh. Jetzt schauen wir mal. Eigentlich wollte ich ja heute, also wie gesagt, wenn wir Banchar verlieren, verlieren wir Banchar, das ist nicht so schlimm. Ich konzentriere mich jetzt sowieso ein bisschen mehr hier auf Persien, Arabien vielleicht, Afghanistan und so. Ich glaube, da sind die deutlich wertvolleren Staaten, sagen wir es mal so, als Banchar. Dann nehme ich lieber noch Brunei. Auch Brunei hat 6 Goldfelder. Hat Gummi ohne Ende, dann kralle ich mir lieber das vom Chinesen. Glaube, das ist besser. Das kriegen wir schon hin. Oh, da kommen noch die Befestigungsgräben. Da werden wir instant meine Armee noch auf Grabeninfanterie aufwerten. Das kommt natürlich gerade sehr praktisch. Das hilft uns beim Verteidigen. So, zu den Waffen. Jetzt geht's los. Achtung, was läuft denn hier eigentlich aus? Was ist denn das? Was ist das hier? Hallo? Irgendwo läuft eine Verpflichtung aus. Ja, warte, wir gucken so rum. Verpflichtungen, sehe ich das hier? Nee, ist auch nichts da, ne? Keine Ahnung, was das ist jetzt. Da kommt die Marinelandung. Was ist das denn? Was ist das denn? Moment. Wait. Okay, da sind meine 30 Schiffe, die halten das. Und drei... Warte mal, ich schieb die mal hier rüber. Sicher, sicher? Was ist das denn für eine Marineinvasion? Und warum kriege ich keine... Da kommt auch eine. Oh, da kommt der Brite. Ich muss hier mobilisieren. Ach du Scheiße, warum kriege ich keine Meldungen hier oben? Was ist los? Ist wieder kaputt, ne? Ja, es gab ein Halloween-Update heute, habe ich gesehen. Ich hoffe, dass jetzt nicht mein Speicherstand hier mit diesem neuen Update nicht mehr funktioniert, weil ich habe hier eine kaputte, auslaufende Verpflichtung, die ich offensichtlich nirgends habe. Und ich sehe die Marineinvasion nicht und ich kriege auch sonst keine Meldungen. Das ist nicht so geil, oder? Warte mal. Ja, Munition ist schon teuer, Wein ist teuer, ich kriege keine Meldungen. Was ist das? Wartet mal. Wartet mal, ich speichere mal kurz und lade neu. Das müsst ihr euch jetzt angucken. Das schneide ich auch nicht raus. Ihr sollt das Elend sehen, ja. Ich speichere einmal und lade neu. Weil da ist... Irgendwas ist hier kaputt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Safe. Jetzt geht's wieder. Okay. Manchmal kann man es auch einfach fixen. Ja, da sind die Handelsrouten schon tot. Munition ist jetzt knapp. Ja. Warum nicht gleich so, ne? So, dann stellen wir hier um auf Sprenggranaten. Das hilft erstmal. Hier Hinterlader. Kriegsgewehre. Mal meine Waffenproduktion hochschieben. Jetzt sehe ich auch diese Landungen. Oh, weia. Gut. Okay, die Landung, wer landet denn hier? Uruguay. Was zur Hölle? Ja, gut. Das ignorieren wir mal. Munition ist leider immer noch knapp. Aber wir bauen ja schon Munitionsfabriken, die kommen nebenher. Das reicht dann schon, denke ich. Hier wird's halt eng. 67 Truppen gegen 32 von mir. Das wird, glaube ich, nichts werden, ne? Wenn er hier landet, also in dem Moment, wo die Landung durch ist, gebe ich sofort auf den Krieg, weil ich will hier keine große Verwüstung in Japan haben. Wir werden versuchen, das abzuwehren. Wenn es sich aber abzeichnet, dass die Marineinvasion durchgeht, ich warte nicht mal die Landung ab, geben wir sofort auf. Ich möchte nicht, dass meine Hauptstadt besetzt ist, weil das gibt Radikale, das gibt Verwüstung, das brauchen wir alles nicht, ne? In dem Moment, wo der Brite hier landet, haben wir sowieso verloren.
Das heißt, wenn der Landefortschritt bei 75% ist und es zeichnet sich ab, dass er die nächste Schlacht auch gewinnt, gebe ich den Krieg auf und gebe Banshar ab. Das bringt sonst nichts, ne? Das bringt sonst nichts. Warte mal, ich könnte die Schiffe natürlich hochziehen und versuchen. Oh, da kommt die nächste Landung mit 13. Ja, das, das wird nichts, ne? So viel kann ich nicht verteidigen. Das hier kriegen wir so verteidigt. Die Uruguayer kriegen wir so wegverteidigt. Da brauche ich keine Schiffe für, zumal ich hier jetzt schon 11 Bataillone habe. Das ist gut. Das kriegen wir halt in 100 Jahren nicht verteidigt hier, ne? Und die nächste. Junge, was? Da kommt die nächste. Ach du Scheiße, ja, super, ne? Oh Mann. Dann lasse ich die Schiffe mal hier. Das müsste der Seeknoten sein, oder? Die 80 verteidige ich sowieso nicht. Vielleicht stelle ich die Siffe. Die Siffe! Stellen wir die Siffe mal hier runter und gucken, ob wir dann zumindest diese. Ich meine, wir haben ja überall die 32 Truppen, aber da wird jetzt die 75er macht jetzt einen Angriff. Das wird alle 32 Mann binden. Und dann landet er hier mit 13 einfach widerstandslos, ne? Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wir gucken mal. Wir schauen. Jo, jetzt kommt der Franzose auch noch. Ach, der Franzose möchte jetzt auch Banshar haben? Warte mal. Wenn ich das jetzt ablehne, kommt der Franzose auch noch. Hilft uns das? Hilft uns das in irgendeiner Weise? Dass der Franzose vielleicht gegen den Briten kämpft? Ich lehne das mal ab. Ich lehne das mal ab. Jetzt kommt das französische Diplomatiespiel. Es ist so wild, ne? Hä, wie kann er ein Diplomatiespiel um Banshar machen, wenn es der Brite schon macht? Okay, ich bin etwas irritiert. Aber gut. Ja, da kommt die nächste Landung jetzt. Der Brite versucht jetzt auch hier zu landen. Jo, war ja, Alter, wie viele Marineinvasionen? So, hier kommt der Landungsversuch. Ja, der geht durch. Wir haben zu wenig Leute. Wir haben zwar eine gigantische Defensive, aber der geht einfach durch, ne? Das geht einfach durch. Er hat doppelt so viele Tote und fast doppelt so viele Verwundete wie wir, aber er hat einfach viel zu viele Truppen. Ich glaube, ich gebe hier einfach auf. Dann endet der Krieg mit dem Franzosen, glaube ich, auch. Bevor wir hier jetzt viel zu viele Leute verschreddern. Aber das wird nichts, ne? Also ich sehe keine Welt, in der wir das verteidigen. Ja, das schreddert nur unsere Leute. Ich gebe den Krieg auf. Ich kapituliere. Dann ist Banshar raus. Ich weiß nicht, was jetzt aus diesem Krieg hier wird, gegen den Franzosen. Der müsste eigentlich enden. Oder was passiert jetzt, wenn ich den einfach aufgebe? Ich gebe den auch auf. Gibt ja nichts, ne? Gehen wir einfach raus. So, damit sind wir raus aus dem Krieg. Ist jetzt nicht so schlimm, ne? Jetzt ist unser Geld wieder richtig fett im Minus. Jetzt müssen wir. Oh Gott, weil wir bauen. Oh, Himmels, warum bauen wir denn so viel? Der Investitionsfonds ist doch groß genug. Keine potenziellen Privatbauten für Investitionen. Was ist hier denn los? Hä? Was zum Teufel? Naja, gut. So, Sprengstoff ist teuer auf unserem Markt. Ich glaube, da können wir, ja, das kommt durch die neuen Munitionsfabriken. Da können wir aber, glaube ich, auch nochmal nacharbeiten. Sprengstoff, ja, stellen wir mal auf Vakuumverdampfung. So, dann gucken wir jetzt mal auf unseren Markt. Hartholz ist teuer. Wer möchte jetzt beitreten? Yogyakarta möchte uns beitreten. Wo sind die denn? Ach, das ist hier unten. Ja, kommen Sie ran. Treten Sie unserem Machtblock bei. Ich weiß halt nicht, warum das immer noch 17 Jahre geht, ne? Wir sind doch mittlerweile eine Großmacht, haben 6 Mitglieder, haben einen kontrollierten Machtblock. Aber wir könnten jetzt anfangen, Regimewechsel durchzudrücken, oder? Selangor ist es am ehesten, wo es nicht passt. Wo sind die denn? Die sind hier, ne? Ne, die sind. Nee, das ist Suakarta, ne? Wo ist denn Selangor nochmal, um Himmels Willen? Ja, je. Hier. Achso, das kann ich, glaube ich, sowieso übers Machtblock-Menü machen. Passt mal auf. Ich kann hier. Warum kann ich keinen Regimewechsel erzwingen?
Achso, die müssen erst 5 Jahre im Machtblock sein. So war das, ne? Okay. Gut, ich sollte vielleicht meinen Einfluss benutzen und die Beziehungen mit Großbritannien wieder verbessern. Die sind ja eigentlich noch bei plus 45. Jetzt sind sie nicht mehr feindselig. Die sind verschrien, ne? Die sind verschrien. Naja, gut. Und die führen schon wieder 5000 Kriege. Oh Gott, naja. So, Banchar ist immer noch rot, aber jetzt leider britisch. Gut. Dann sollten wir das vielleicht nutzen. Warum machen wir jetzt so ein... Warum baut unser privater Investmentfonds nicht mehr? Da ist doch auch irgendwas kaputt, ne? Keine potenziellen Privatbauten für Investitionen. Was soll das denn? Ich kann mir natürlich die Bausektoren nicht leisten, wenn ich alles selber baue. Warum baut denn mein Privatbau nicht mehr? Oh Gott. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht schon gespeichert und geladen hätten, hätte ich die Aufnahme der Folge abgebrochen und die Folge nochmal neu gestartet, weil irgendwas ist hier komplett kaputt, ne? Es kann natürlich auch sein, dass das Savegame komplett kaputt ist durch den Patch, der jetzt kam, ne? Das ist ja nur ein sinnloser Halloween-Patch gewesen, aber ich habe schon die Meldung bekommen, dass mein Savegame nicht mehr funktioniert mit diesem, also es zu Problemen kommen kann. Aber dass es halt gleich so hardcore ist, das ist jetzt halt eine Katastrophe. Ich kann mir das nicht leisten, ne? Muss ich jetzt Bausektoren abreißen? Warum haben wir keinen Privatbau mehr? Wir haben immer noch Interventionismus. Warum wird hier nicht mehr gebaut? Jemand eine Idee? Keine potenziellen Privatbauten für Investitionen. Warum? Hä? Ist kaputt, ne? Ich glaube, es ist kaputt. Das macht uns das Ganze natürlich jetzt ein bisschen schwer, weil wir häufen jetzt Schulden an. Klar, wir bauen jetzt selbst weiter, aber das ist jetzt natürlich nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich wollte eigentlich Geld in Armee stecken und so, weil die Baukosten, die wir im Moment haben, wir zahlen 150.000. Eigentlich zahlt 75 davon, also die Hälfte, der Privatbau. Und dann hätten wir ein schönes Plus, wo wir in Armee stecken könnten oder so. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Naja. Was sollen wir machen, ne? So, wir können Perak runterstufen, das werden wir auch tun. So. Da kommt ja früher oder später bestimmt auch der Brite, weil das ist hier bei Siam noch dran. Naja, wir schauen mal. Und Magran, beziehungsweise Kalat ist dann das nächste, was wir runterstufen müssen. Das sinkt ja auch schon, ne? Naja, das sieht schon gut aus soweit. Ich kann ihn einen Start übertragen. Achso, nee, wollen wir nicht. Ich könnte ihm wahrscheinlich hier das da geben. So, was ist denn mit Kandahar eigentlich? Null Bib. Ja gut, die haben halt keine... Naja, das ist eigentlich kein Staat, der sich wirklich lohnt. Was macht die Britische Republik hier? Achso, die hat wieder einen Kampf gegen ihren eigenen Untertanen. Das interessiert mich auch nicht so. So, wie sieht's denn bei, achso, Persien gehört ja zu Österreich, haben wir das Problem, ne? Dass wir da auch nicht so richtig reinkommen. Ja, dann sollten wir uns Brunei holen, glaube ich. Als Ausgleich. Der gehört zu China. Da bin ich ja gewarnt worden. Deswegen haben wir es erstmal verworfen, dass China ja eine Landgrenze zu Brunei hat mit Lanfang, was ja auch zu China gehört. Allerdings hilft ihm das ja nichts. In Brunei kann ich landen, ja, und bis der Chinese hier Truppen runtergeschickt hat, habe ich Lanfang doch auch eingenommen, oder nicht? Und dann muss er eine Marinelandung machen. Wie viele Schiffe hat er mittlerweile? 29, er hat aufgerüstet. Das schaffen wir aber trotzdem, glaube ich. Ja, dann machen wir das heute, würde ich sagen. Es hilft uns ja nichts. Es hilft sonst ja nichts. Es ist finanziell natürlich eine Katastrophe. Aber, ja, was sollen wir machen, ne? Komm, dann machen wir das jetzt. Ist meine Armee wieder aufgefüllt mittlerweile? Das dauert ja wahrscheinlich immer. Oh, da ist uns... Moment, was ist hier denn schon wieder? Achso, 0 von 30, das ist die einberufbare. Und die 32er, die ist aber auch schon wieder voll. Sehr gut.
Dann holen wir uns Brunei, würde ich sagen. Da sind ja nicht so viele. Kann er das mit 30 Schiffen verteidigen? Ich denke nicht. Dann machen wir Diplomatieforderung, Klientellandübertragung auf den Chinesen. Glaube, da macht keiner mit. Nee, sieht nicht so aus. Dann werden wir Brunei übertragen lassen. So, das machen wir mit denen hier unten, denke ich. Warum 22 Wehrpflichtige? Mach die mal raus, beruf hier nochmal 20 ein. Das kann ich ja mit denen hier unten machen. Sehe ich jetzt nicht, wie der da Truppen hinschicken will. Und dann werden wir den Bau mal kurz auslaufen lassen oder bauen nur mit der Hälfte oder so. Erstmal, bis die Schulden... Gut, wir bezahlen nicht mehr so viele Schulden. Beziehungsweise Zinsen, das geht eigentlich. Es kommt jetzt nochmal ein Haufen Eisenbahnen. Wir könnten danach mal auf den Markt gucken. Wir bräuchten wieder dringend mehr Getreide. Müssen wir da forschungstechnisch noch was tun bei Getreide? Die Stickstofffixierung wäre vielleicht eine Möglichkeit. Für noch mehr Getreide. Chemischer Dünger für die Felder. Das machen wir mal als nächstes. So, die Schiffe sind da. Jetzt will ich mal gucken, wie er das verteidigen will. Ich denke gar nicht, ne? Ich denke einfach gar nicht. Sehe ich jetzt, wir könnten ja Lanfang auch gleich noch übertragen lassen. Das können wir doch gleich noch mit, obwohl, ne, was soll ich mit? Wobei, dann habe ich eine Landgrenze, ne? Ich könnte Lanfang auch noch mitnehmen. Da reicht's ja, wenn ich Lanfang besetze. Wartet mal kurz, ist das... Oh, Lanfang ist inkooperiert. Dann könnten wir sogar noch Kriegsreparationen mitnehmen. Da können wir sogar noch Kriegsreparationen mitnehmen. Oh ja. Oh ja, das könnte uns helfen. Okay, pass auf. Kriegsreparationen gegen China. Zack. Und Klientellandübertragung Lanfang. Zack. Hauptziel, Hauptziel. Abfahrt. Das könnte ganz gut werden, glaube ich. Das könnte, glaube ich, ganz gut werden. Ich hoffe, ich verschätze mich jetzt nicht komplett, aber das müsste eigentlich gehen. Die haben Organisation, die müssen jetzt halt hier mal Truppen noch ein paar aufbauen, aber das geht, das wird schon. Ich lande auch mit den vier. Wir haben ja Schrapnell- und Grabeninfanterie. Das sollte für Brunei reichen. Wobei, die haben Blänkler und Schrapp... Was? Was ist... Wer... Was? Also unfassbar. Wieso sind die denn so gut? Naja. Reicht trotzdem. Sag ich. Dann gehen wir nach Brunei, dann gehen wir nach Lanfang und dann ist die Sache doch eigentlich erledigt. Gibt's hier noch einen schicken General? Oh je. Eine Grabenratte und ein erfahrener Offensivplaner, den muss ich eigentlich mitnehmen, auch wenn es ein Grundbesitzer ist, ne? Eigentlich muss ich ihn mitnehmen. So, was sagt der Markt sonst noch? Fisch ist teuer. Wir bräuchten ein paar mehr Motoren. Das sollten wir tun. So, wir machen jetzt ein leichtes Plus, weil die Bauschlange halt fast leer ist. Beziehungsweise wir bauen ja noch mit der Hälfte, ne? Das ist genau das, was ich meine. Der Rest sollte eigentlich in den Privatbau fließen. Die restlichen 80 Punkte... Dann wären wir auf einem guten Plus minus Null, ne? Aber da tut sich halt nichts, ne? Da, keine potenziellen Privatbauten für Investitionen. Ja, da bin ich mal gespannt, was ihr da dazu sagt. Mir scheint das kaputt zu sein, ne? Stromerzeugung freigeschaltet, das ist gut. Mir scheint das leider durch den Patch ein bisschen defekt zu sein. Kandahar? Moment, wer ist Kandahar? Die hier. Na, die wollen, bieten uns kein Klientelland an, dann sind wir natürlich raus. So. Ja, vom Chinesen sehe ich, da bewegt sich nichts. Ja, sie können ja auch nicht viel tun, ne? So, da sind immer noch nur vier drin. Was ist denn da los? Wo bleibt denn der Rest? Das ist auch nur eine Mannstärke von zwei. Das ist ein bisschen wenig, ne? Da muss ich doch die hier holen. Müssen wir es doch mit denen machen. Denke ich.
Dann müssen wir es doch mit denen machen. Ich habe gedacht, hier wären es vielleicht ein paar mehr. Vorhin waren es ja auch 11 Truppen. Aber, naja, so, er schickt seine Flotte. Der Chinese. Aber die müsste ich eigentlich schaffen, oder? Das sind nur Fregatten, ja. Da sehe ich jetzt noch nicht, das sind nur Fregatten. Also verglichen mit meiner, die aus Turmschiffen und Panzerschiffen besteht, sehe ich da wenig, mache ich mir da wenig Sorge, dass wir ihn da aus dem Seeknoten schießen. Dann nehme ich das ein, dann marschiere ich durch nach Lanfang. Bevor er Truppen hier runtergeschickt hat dann an die Front, sind wir schon durch, glaube ich. Ich denke, das ist recht, wird recht easy. Der Brunei-Mensch mobilisiert gar nicht erst. Spanien stellt sich auf die Seite Transvals. Transvals. Achso, da ist Aufstand. Okay, ich dachte gerade. So, hier ist die Seeschlacht. Ja gut, das geht sehr schnell. Ach, das ist erstmal die Brunei-Flotte. Die ist weggeschossen. So, die haben wir los. Und jetzt müssen wir die chinesische Flotte besiegen. Obwohl, die... Hä? Die wehrt sich gar nicht. Wir haben schon besetzt, ne? Und dann gehen wir jetzt noch hier nach Lanfang rein. Krieg im Schlamm abgeschlossen. Oje. Oje. Ich hoffe, das geht jetzt halbwegs zügig hier. Ich stelle alle auf Offensive. Komm. Tempo bitte. Ja, das war's schon. Lanfang ist auch besetzt, offiziell. Die Truppen sind wieder zu Hause. Sehr schön. Die bringe ich jetzt... Ah, die kann ich gar nicht darüber bringen zum Verteidigen. Das ist schade. Gut, damit tickt der Chinese, ne? Der Kriegswille kann nicht unter Null reduziert werden, da weder der Hauptsitz gehalten wird, noch die folgenden Kriegsziele. Oh, scheiße. Habe ich mich wieder veräppeln lassen, ne? Das ist doch... Oh Gott, ich bin so ein Idiot, ich höre euch schon. Ich höre euch schon. Lanfang war doch noch ein Klientelland. Natürlich ist das inkooperiert. Oh mein Gott. Das ist aber auch wieder eine Folge heute, ne? Also... Das ist auch wieder eine Folge heute. Das ist ja unglaublich. Können wir hier oben in Amur vielleicht noch landen? Oder wir warten einfach. Vielleicht macht das einfach ohne Kriegsreparation, ne? Wenn er auf Null angekommen ist. Schauen wir mal, würde ich sagen. Ich demobilisiere. Das kostet uns zu viel Geld. Auch die schmeiße ich wieder weg. Sollte er bei mir landen wollen, kann ich das mit den Schiffen abwehren. Da sehe ich wenig Sorge. Dann warten wir jetzt einfach, bis er rausgeht. Ich glaube, das ist das Einzige. So, sollen wir Protektionismus beschließen? Freihandel ist natürlich schon eine feine Sache. Aber ich denke, das wollen halt einfach zu viele, ne? Die Industriellen fänden das richtig dämlich. Das zieht die Kirche auch wieder hoch. Es macht halt alle happy, ne? Es macht halt wirklich alle happy. Ja, was sollen wir machen, ne? Was sollen wir machen? Das geht auf die Revolution zu. Es gibt dann wieder einen Haufen Radikale. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich setze das um. Wir kriegen im Moment, glaube ich, auch viele durch die Protestbewegung, ne? Na, es geht eigentlich. Ja. Ich denke, wir sitzen den Krieg jetzt erstmal aus. Ich glaube, das ist okay. Ich ziehe jetzt mal alle Holzfäller nach. Ich glaube, das ist jetzt allmählich nötig. Ich baue auch die in Österreich. Ich mache das mal. Ich baue mal alle Holzfäller, die wir so haben. Das gibt Geld ohne Ende. So, das ist natürlich sehr teuer. Weil wir jetzt die Bauschlange wieder vollgehauen haben. Aber das dürfte recht fix gehen, das Holz. Ja. Jetzt müssen wir halt einfach warten, ne? Er tickt mit, was? Mit 1,1. Oh je. Oh je. Oder mit was kämpft denn der Chinese mittlerweile? Immer noch hauptsächlich mit... Nee, Blänkler. Oh Gott, der hat schon Blänkler. Oh je. Oh je.
So, mit den Briten können wir wieder aufhören. Machen wir mal weg. Ja, irgendwie ist leider unser Dings hier kaputt, ne? Der Investitionsfonds sammelt jetzt Geld an bis zum Umfallen. 36 Millionen schon und sie machen halt nichts mehr, ne? Keine potenziellen Privatbauten. Sie kaufen auch nichts mehr, ne? Also alles, was wir so gebaut haben, warte mal, wenn ich das zum Verkauf stelle, lass mich mal gucken. Wir haben ja noch Motorenwerke. Wir können ja mal die Privatisierung für die Motorenwerke anstellen. Mal gucken. Jetzt geht's wieder los! Okay, wir mussten es nur mal kurz anschieben irgendwie. Privatisierung. Okay. Okay, wenn ihr auch so ein Problem habt, schaltet irgendwo mal eine Privatisierung an oder so, dann wacht er wieder auf. Der scheint irgendwie eingeschlafen zu sein, der Investmentfonds. Dann wacht er wieder auf. Jetzt ist das Geld auch wieder im Plus. Okay, jetzt bin ich beruhigt. Jetzt bin ich beruhigt. Das sieht wieder ein bisschen besser aus jetzt. Einfach mal irgendwas privatisieren, dann geht's wieder los. So, was ist hier los? Der Brite ist wieder zugange. Was haben wir hier? Magranische Autonomie verringern. Moment. Ach, Kalat ist das. Kalat möchte die magranische Autonomie verringern. Ja, das kann er ja tun, ne? Das kann er ja tun. Er gehört ja eh zu uns. Wir verringern dann seine Autonomie in dem Moment, wo er hier runterrutscht. Das ist ja dann ganz praktisch. So, der Chinese tickt. Das ist ja ganz okay. Er macht auch keine Anstalten, das irgendwie zurückzuerobern. Er kann es ja auch nicht, ne? Mit seinen 30 Schiffen hat er genauso viele Schiffe wie ich, aber die schießen wir ihm alle weg, ne? Außer er baut jetzt noch 5000 Schiffe auf, während der Krieg läuft, aber das glaube ich nicht. Wir könnten natürlich auch versuchen, hier oben zu landen in Amur. Das ist auch nicht inkooperiert. Das ist inkooperiert. Wir könnten versuchen, in Primorje zu landen. Aber selbst wenn wir hier gelandet sind, wir können es nicht halten, ne? Der schickt dann seine 200, 400, weiß der Geier, Bataillone hier rüber und dann erobert er das zurück, ne? Da könnten wir ihn kurzzeitig unter Null drücken. Vielleicht gibt er dann auf. Wir könnten es probieren. Wir warten mal, bis er auf Null unten ist, bis die Annahme hier ein bisschen weniger Minus ist und dann versuchen wir mal in Primorje zu landen. Primorje. Primorje. Oder so. Und dann schauen wir weiter. So. Okay, dass Banchar noch so rot ist, stört mich irgendwie, aber was sollen wir machen? Wir nehmen uns jetzt Brunei, da hat es auch Gold. Wir holen uns Lanfang. Das war natürlich unnötig. Mit Lanfang können wir absolut nichts anfangen. Ich hatte das nur gemacht wegen der Kriegsreparation. Da bin ich auch wieder, oh Gott, man merkt, es ist noch morgens, ne? Ich bin noch nicht auf der Höhe. So, und die Route nach China, ja gut, die stockt jetzt ein bisschen, das ist klar. Kriegen wir noch Konvois irgendwo her? Ja, wir können noch ein paar Häfen umstellen auf Industrie. Oh, wir haben die Einberufungszentren nie umgestellt. Deswegen geht es dort so langsam vonstatten. So, jetzt fehlt es uns an Dampfern. Da können wir vielleicht noch nacharbeiten. Lasst mich mal gucken, wo sind unsere Schiffswerften? Bin ich blind? Ach hier, drunter. Die arbeiten bitte alle mit Dampfschiffen. So, jetzt fehlt es uns an Fregatten. Wer verwendet denn noch Fregatten? Walfänger, Fischer, habe ich das nicht umgestellt? Ich dachte, ich hatte das alles schon umgestellt. Die Fischer mit Dampf, die Walfänger mit Dampf. Ja, let's go. Hatte ich das nicht alles schon umgestellt irgendwann mal? Naja, jetzt haben wir es umgestellt. Dann ist auch der Fisch vielleicht wieder ein bisschen besser geworden, oder? Oh, Kohle ist jetzt richtig teuer. Stahl ist teuer. Oh mein Gott. Glas ist teuer. Eieieiei. Die Wirtschaft. Hier haben wir schon Siemens-Martin-Verfahren. Glas steht schon auf Kristallglas. Welches war die Glasfabrik, die nur Glas macht? Das war die in Shikoku. Da haben wir jetzt wahrscheinlich ein Pop-Problem mittlerweile, oder? Null, ja. Dann sollten wir woanders noch eine Glashütte aufbauen. So, mikronesische Menschen haben es schwer, Arbeit zu finden, weil sie Vorurteile haben. Na sowas, das tut mir leid. So, hier haben wir noch 240.000 Bauern. Ich werde mal, Porzellan ist nichts wert. Ich stelle hier auch mal nur auf Glas.
Und baue hier mal noch 7 Reihen. Das geht. Okay, hier ist auch schon die Infrastruktur knapp. Oh je. Bauen wir gleich 2 Eisenbahnen. Und 7 Glashütten. So. So, ja, der Chinese tickt und tickt und tickt. Er ist jetzt auch schon auf über 400, minus 400 hochgegangen. Das ist auch gut. Er geht runter. Mal schauen, wann er das annimmt. Ich könnte Lanfang im Zweifel auch rausnehmen. Dann nimmt das noch schneller an. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich lasse das jetzt erstmal drin. Kriegsreparationen werden wir nie kriegen, weil wir da noch gar kein Kriegsziel für haben. Da können wir noch so lange warten. Aber wir kriegen auf jeden Fall die beiden Länder hier unten. Das ist doch dann ein schöner Ausgleich für Ban Cha, würde ich sagen. Das haben wir, glaube ich, schon mal ganz gut gemacht. So, was ist hier los? Die Britische Republik, Moment. Die will den Oman... Achso, die hilft hier beim Aufstand, beim omanischen Aufstand. Da gehen wir raus. Das Problem ist, dass Persien gute Beziehungen, Verteidigungspakt mit Österreich hat. Das ist halt sehr unangenehm. Da ist unser Vorstoß nach Persien schon wieder stark ausgebremst, ne? Sehr stark ausgebremst. Sehr stark ausgebremst. Da kommen wir auch nicht so richtig rein, ne? Also es ist relativ schwer, Kriegsziele zu finden, ne? Weil es ist so ein bisschen wie Multiplayer. Jeder ist mit jedem verbündet. Wir tun uns da tatsächlich ein wenig schwer. So, die Holzfäller, die ziehen wir volles Rohr durch. Ja, da kommen jetzt noch welche in Shikoku. Die sind auch wichtig, die sind für uns gut. Oh, Russland hat aufgehört, die Beziehungen zu verbessern. Nee, sie haben begonnen, ne? Ja. Persien beschädigt aktiv die Beziehungen mit uns. Das wiederum ist sehr gut. Sollte Persien uns angreifen, ist der Österreicher nicht mit drin. Dann können wir da vielleicht uns was krallen. Müssen wir mal gucken, ne? So, der Chinese tickt und tickt und tickt. Das werden wir heute vielleicht noch durchkriegen, hoffe ich. Ansonsten brauchen wir doch noch ein paar mehr Häfen, habe ich das Gefühl. Auch die sind ein wenig knapp, denke ich. Ich glaube, da können wir ja in Sachalin mal ein paar bauen. Damit die Leute dort auch einen Job haben. Und in Hokkaido noch 5. Dann haben wir, glaube ich, erstmal wieder genug Häfen. Und dann haben wir ja jetzt Strom. Nicht wahr? Ich habe einen Haufen Eisenbahnen gebaut. Ich nutze die Zeit mal und gucke nochmal durch die Gebiete. Hier sieht es okay aus. Hier sieht es okay aus. Hier ist es okay. Hier sind Dienstleistungen viel zu billig. Ja, aber es geht noch. Es ist produktiv. Hier passt es. Hier passt es. Ja, die Gebiete sehen noch sehr gut aus. Die Sachen sind günstig, aber nicht zu günstig. Und hier ist halt sauteuer, weil hier gibt es immer noch kein Stadtzentrum. Aber das ist... Da sollten wir vielleicht mal dafür sorgen, dass es in Sachalin... was? Spanien hat eingelenkt. Was hat denn der Brite jetzt schon wieder mit dem Spanier gemacht? Das habe ich ja jetzt komplett verpasst. Naja. So, und hier hören wir auch auf, Geld zu bezahlen. Die Finanzierung beenden wir. Wir entbinden ihn noch von der Verpflichtung. So, dann liebt uns Kalat jetzt. Guck mal hier, freundlich, plus 95. Dann können wir ihn doch schon runterstufen. Naja, noch nicht, aber er fällt. Er fällt, auch Perak fällt. Wunderbar. So, guck mal, wie viele Leute... Ja, wir müssen jetzt den Protektionismus beschließen, Leute. Es hilft nichts, ne? Das ist mir... Ich will die Protestbewegung weghaben. Das ist schon ein bisschen hart. Und es wollen halt wirklich alle. Und dann können wir noch ein paar Sachen besteuern. Wie sieht es denn eigentlich mit Handelsrouten aus, die nicht von uns sind? So von der Größe her. Ja, guck mal, wir haben hier eine Importroute vom Osman mit 1600 Tuch. Wir kriegen einen Haufen Opium vom Briten. Wir kriegen einen Haufen Holz aus Frankreich. Das können wir dann alles besteuern. Das wollen wir nämlich alles gar nicht. Ich mach das jetzt. 98% Chance. Wir schieben das jetzt durch. Das macht auch die Leute glücklich. So. Gehen wir auf den Protektionismus. So.
Ja, wir bauen nach wie vor Holzfäller, die bei uns sind durch. Wir bauen die in Österreich, das ist auch völlig okay, da kriegen wir das ganze Geld. Holzfäller sind eine von diesen Fabriken, beziehungsweise Produktionsstätten, die sind eigentlich immer produktiv, wie Sau. Also Holz geht eigentlich immer. Und wenn ihr auch das woanders bauen könnt, macht das. Da kriegt ihr die ganzen Gewinne draus, das ist gar nicht verkehrt. So, was sagt der Chinese? Immer noch minus 307. Es geht sehr langsam. Der Kriegswille bei plus 32. Jetzt fängt er an, Truppen zu verschieben. Oh, oh. Oh. Was ist hier los? Oh, da ist ein Krieg Frankreich gegen den Norddeutschen Bund. Aber warum schiebt der Franzose alles an die russische Grenze? Was ist hier los? Ah, die sind da mit drin. Russland unterstützt Deutschland. Und China unterstützt Frankreich. Okay, wenn er jetzt seine Truppen natürlich alle an die russische Grenze schiebt, dann werden wir eine Landung versuchen. Schade, dass wir jetzt nicht noch Korea uns geholt haben. Das wäre jetzt der perfekte Moment, aber jetzt ist schon zu spät, ne? Jetzt ist schon zu spät. Aber wir werden jetzt versuchen, in Primorje zu landen. Da ist überhaupt niemand mehr. Das geht auch recht schnell. Ich hole die Schiffe schon mal hoch. Welches ist der richtige Seeknoten für Primorje? Der hier oben? Oder der? Ja, das muss der hier oben sein, ne? Ich glaube schon. Das machen wir jetzt. Die Truppe, damit es richtig schnell geht. Ah, die kann ich nicht hier hochschieben. Okay. Dann landen wir jetzt. Organisation ist voll, das ist wichtig. Wir kriegen vom Briten Opium. Das heißt, ich kann für diesen Krieg Opium einstellen. So, und wir sollten Opium besteuern, das wäre wichtig, damit unsere Leute das nicht nehmen. So, und jetzt machen wir ein richtig fettes Plus mittlerweile. Wir haben fürs Opium nochmal 11.000 bekommen, da bezahlen wir jetzt schnell den Kredit ab und dann bauen wir wieder Bausektoren, weil das hier hinten geht durch. Vielleicht kriegen wir den Chinesen tatsächlich dazu. Ja, da finden schon die Schlachten statt. Der Chinese gewinnt. 76 Defensive. Guck dir das an. Wir nutzen die Chance. Wir mobilisieren. Bitte schnell mobilisieren. Und landen hier. Das ist doch der Knoten. Scheiße. Hat er hier Truppen? Keine. Das ist mega. Da müssen wir gucken, dass wir möglichst schnell weit reinpushen, solange er hier keine Truppen hat. Schnell, 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 schnell. Das ist jetzt unsere Chance. Demokratische Solidarität. In einer Geste zugunsten des Frauenwahlrechts hat Sadado Tachibana eine Partei wegen ihrer unerschütterlichen Unterstützung der Stimmrechte in Japan ausdrücklich unterstützt. Das ist unangenehm. Es kommt eine Wahl, habe ich gesehen. Wer wählt denn? Oh, das sieht aber sehr eng aus. Das ist aber sehr eng hier oben. So, hier kommt die Landung. Die geht durch. Ja, er hat keine Truppen da. Wir sind gelandet. Wir sind gelandet und jetzt zügig hier möglichst viel einnehmen. Weil jetzt tickt er, ne? Ja, jetzt tickt er mit 1,5. Jetzt schiebt er Truppen rüber. Jetzt müssen wir das nur halten. Er hat viele Truppen sind gebunden hier. Vielleicht können wir es verteidigen. Vielleicht können wir es verteidigen. Ich hol die 20 hier noch. Ja, wir haben noch ein Stück. Wir kriegen noch ein Stück Land. Das ist gut. Je mehr wir kriegen, desto besser. Kommt bitte hier rüber, schnell. Warum sehe ich denn das jetzt? Ah, jetzt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben möglichst viel besetzt. Jetzt bringt er Truppen. Vakuumierung für die Lebensmittelfabrik. Wir haben noch eine Schlacht gewonnen. Ah, braucht noch 17 Tage. Und noch eine Schlacht gewonnen. 67. Eine könnten wir noch schaffen, oder? Ja, auch die gewinnen wir noch. Und dann gehen wir in die Defensive. Oh, nicht verlorener Posten, nur Frontverteidigung. Gucken, ob wir das gehalten kriegen. Na, das könnte ein bisschen zu viel gewesen sein hier, dieser Angriff. Der kostet uns Truppen, das hätte ich nicht machen sollen. Aber gut. Der tickt jetzt nämlich. Ja, 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 minus 1,5. Mit ein bisschen Glück. Oh Gott, er bringt Truppen ohne Ende, ne?
Er bringt Truppen ohne Ende. 62 Mann hat er schon gebracht. Scheiße, und wir pushen hier mit 32 und haben nichts für die Defensive. Der Krieg hier muss enden. Danke. So, jetzt können wir da gucken, ob wir das noch gehalten kriegen. Oh Gott, der bringt alles, ne? Der will das nicht verlieren. Es ist ein Versuch, es ist ein Versuch. Schauen wir mal. Wir stehen noch auf plus 14, da kommt alles. Aber wir könnten die Kriegsreparation kriegen. Er geht gleich ins Minus. Er geht gleich ins Minus. Komm schon, komm schon. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ah, das geht hier nicht mehr. Scheiße, zu spät. Mist. Mist, zu spät. Naja, egal. So, minus 2 mittlerweile. Jetzt versucht er anzugreifen. 81 Defensive. Das, vielleicht können wir es halten. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Es dauert auf jeden Fall lang, bis er uns zurückdrängt, glaube ich. Gesetz erreicht Abstimmung. Das geht so schnell, ne? Wir sind schon in der dritten Phase. So, plus 1. Er ist gleich im Minus. Er ist gleich im Minus. Dann gucken wir mal, was er sagt. Oh je. Für wen die Stunde schlägt? Yusagu Togo von den Intellektuellen. Das gealterte Oberhaupt einer Interessensgruppe ist unerwartet mitten im Wahlkampf dahingeschieden, was eine Partei eines ihrer politischen Leitsterne beraubt. Nun brennt jedem die Frage auf den Nägeln, wer die Nachfolge antreten soll. Ein Charakter erscheint. Ja. So, wann haben die Intellektuellen jetzt gekriegt? Einen Landreformorientierten. No! No! So, da kommt der nächste Angriff. Ja, jetzt gewinnen sie schon. Weil bei mir, obwohl, bei mir sind halt schon, ja, es sind schon viel zu viele Truppen tot bei mir. Das könnte hier schon eng werden. Aber er ist im Minus. Jetzt nimmt er schon an. Mit Kriegsreparationen wäre es noch minus 92. Wenn ich Landfang rausnehme und mache dafür, oh, das wäre gut. Brunei und Kriegsreparationen geht schon. Sollen wir das machen? Ah, das verteidigen wir hier noch. Warten wir mal noch. Vielleicht kriegen wir auch alles drei. Weil er tickt ja. Je weiter er runter tickt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er alles annimmt. Schauen wir mal. Oh, geil. Chinesische Kriegsreparation. Mega. Dann sind wir schnell entschuldet. Minus Landwirtschaftspartei. Saigo Nakamori. Ja. So, jetzt warte. Eine Wissensspende. Brauchen wir die? Naja, können wir nehmen. Die nehmen wir an. Rebellischer Einzelkämpfer. Obwohl Yoshimichi Okubo. Ach, das ist jetzt ein intellektueller Kriegstreiber. War da nicht ein Landreform orientiert? Ach, das ist ein Agitator für koloniale Ausbeutung. Immer noch für eine Sache kämpft, folgt ihm niemand mehr. Begonnen sich öffentlich dahingehend zu äußern, dass er seinen Aktivismus womöglich ganz aufgibt. Finde ich gut. Geh ins Exil, mein Freund. Weg mit dieser Protestbewegung. So, hier kriegen wir es gerade noch einmal verteidigt, so wie es aussieht. Oh ja, er hat dreimal so viele Tote als wir. Lobbyistenverträge in Kyoto. Da kann man die Kleinbürger ein bisschen schwächen. Ich glaube, das ist gut. So. Wir könnten alles kriegen. Minus 87 noch. Da ist die Wahl. Jetzt müssen wir gucken. Wie war das jetzt? Die Kleinbürger haben gewonnen, ganz knapp vor den Industriellen, ganz knapp vor Intellektuellen und Gewerkschaftern. Dann kriegen wir immer noch keine gescheite Regierung hin, ne? Ne, wir könnten jetzt mit 42 versuchen, ein anderes Wahlsystem durchzudrücken. Das ist vielleicht was für nächste Folge oder für nach dem Krieg. So, hier kriegen wir ihn nochmal wegverteidigt, das ist gut. Und sobald es aussieht, dass er einen Kampf gewinnen würde, nehmen wir den Frieden mit Brunei und den Kriegsreparationen. Das ist völlig ausreichend, denke ich. Das ist, weil hier sind meine Truppen schon leer. Und hier gehen sie auch schon leer. Hier, 133 gegen 30. Ich glaube, das kannst du jetzt komplett knicken. Das wird nichts mehr. Lanfang gibt er uns nicht. Dann machen wir das so. Brunei und Kriegsreparation. Bitteschön. Perfekt, Leute. Perfekt. Guckt euch unsere Kohle an. Jetzt wird kurz mal entschuldet, würde ich sagen. Sehr gut, wir haben die Kriegsreparation abgestaubt. Und der Russe, ja, den Russen hat er nebenher noch platt gemacht.
Aber für Korea sehe ich jetzt doch ein bisschen schwarz, wenn ich sehe, wie viele Leute da hat. Das ist ja unfassbar. So, Brunei ist jetzt offiziell war's. Die Beziehungen sind herzlich, das ist sehr gut. Die sind jetzt offiziell was? Ein Dominion, das ist ja wunderbar. Perfekt, da kommt der Protektionismus. Jetzt machen wir 113.000 plus. Das ist unglaublich. Stickstofffixierung ist durch, wir brauchen eine neue Forschung. Mehr Hartholz. Ne, die Telefone ist das nächste, ne? Wir brauchen die Telefone und danach die Zentralplanung. Dann können wir unsere Steuerverschwendung in den Griff kriegen. Ja, das ist jetzt der Weg. So, gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Wir entschulden uns jetzt hier mit 100.000. Das sollten wir machen. Was zahlen wir Zinsen? 3.500. Ja, die werden wir jetzt auf jeden Fall noch los. Wir zahlen sehr viele Subventionen wieder für Handelszentren. Die machen wir wieder raus. Und dann müssen wir gleich nochmal auf den Markt gucken. So, Handelszentren, hören wir auf. So, dann gehört Brunei jetzt immerhin uns. Nordborneo gehört Großbritannien. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich seh ihn schon wieder anklopfen bei mir, den Briten. Oh, war ja. So, und dann sollten wir... Warum haben wir jetzt 82 Millionen BIP? Was ist da denn passiert? Hatten wir nicht 75 vorhin noch? Ist das Brunei, was so reinballert? Nö, die haben nur 800.000. Da haben wir wohl offensichtlich ordentlich zugelegt. Oh, was ist mit unserer Bürokratie passiert? Haben wir einen Bonus verloren? Oh ja, wir haben den Bonus verloren von den... Oh mein Gott. Ja, wir brauchen ganz dringend die Telefone. Und wir brauchen ganz dringend Regierungsverwaltungen. Ganz dringend. Da ist jetzt mein ganzes schönes Plus verschwindet, weil wir 20% Steuerverschwendung haben. Hoppla! So, die Holzfäller sind aber gleich durch. Die lassen wir noch fertig bauen. Komm, scheiß drauf. Die machen wir noch fertig. Wobei wir hier übelste Bauverzögerungen drin haben. Dann mache ich es nicht. Komm. Schmeißen wir es weg. Die in Bampur baue ich noch. Das gehört nämlich zu uns. Dann kommen zwei Eisenbahnen. Dann kommen die Glashütten. Sind die noch relevant? Ja, die sind noch relevant. Dann kommen die Häfen, auch die sind noch relevant. Und dann kommen auch schon die Regierungsverwaltungen. Ich denke, das passt. Ich denke, das passt. So, trotz Steuerverschwendung ein gutes Plus. Das gefällt mir. Der Lebensstandard steigt auch immer weiter. Wir gehen auf 13 zu. Das ist sehr gut. Das BIP pro Kopf, da sind wir mittlerweile auf Rang 77. Weltweit auf Rang 6. Wir werden jetzt auch deutlich mehr Bausektoren bauen können. Das werden wir auch tun. Immer rein da, weil wir haben immer noch sehr viele Bauern. Ne? Wir haben immer noch 4,5 Millionen Bauern. Das heißt, wir können immer noch Industrie ballern ohne Ende. Und dann werden wir jetzt die Armee vergrößern. Ich will jetzt 100 Bataillone haben. Wir müssen das jetzt mal hochziehen. Und die Schiffe gleich hinterher. Irgendjemand hatte ja geschrieben in den YouTube-Kommentaren, als ich mit Japan Korea angegriffen habe zur Übertragung, hat der Chinese überhaupt nichts gemacht. Ja? Der hat weder die Marineinvasion verteidigt, noch hat er dann Truppen geschickt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt riskieren möchte auf Basis dieser Aussage. Es kann durchaus sein, dass die KI manchmal nichts macht. Aber ich will jetzt nicht dafür die Hand ins Feuer legen, dass das immer so ist. Wir gucken jetzt noch einmal, um Gottes Willen, beim Deutschen rein. Der wieder versucht, oh mein Gott. Er versucht, sich alles zurückzuholen. Okay, wenn er das jetzt auch noch verliert, dann ist vorbei, ne? Lippe befreien, Pommern befreien, Danzig befreien, Anhalt befreien, dann ist Norddeutschland tot, ja. Dann sind sie offiziell tot. Die haben ja im letzten Krieg hier schon alles verloren an den Franzosen. Der Franzose ist ultra strong. Ja, also wenn er das jetzt noch verliert, dann ist der Deutsche tot. Es sieht im Moment nicht besonders gut aus, für, um Himmels Willen. Da gucken wir noch rein. Der Chinese landet... Oh mein Gott. Der Chinese landet in Pommern. Oh Gott. Der Chinese landet in Mecklenburg. Der Chinese... Okay, der Chinese macht einfach alles, ne? Es sind alles Fronten. Okay, hier ist der Front. Okay, der Deutsche geht den Bach runter. Überall Chinesen. Der Chinese macht den Deutschen platt.
der Chinese macht den Russen platt. Ah, der Russe ist raus. Der hat schon aufgegeben. Oh mein Gott, der Chinese hätte mich hier platt gemacht. Also China ist... Sie haben zwar die Bataillone deutlich reduziert. Sie hatten über 400 Mal. Jetzt sind es nur noch 300, weil Blänkler sind teuer. Aber das könnte eine richtig harte Sache werden, ne? Wir brauchen eine größere, eine viel größere Armee. Wir können mit 30 Leuten vielleicht landen in Korea. Dann brauchen wir vielleicht die Marine gar nicht so zu vergrößern. Müssen dann aber, sobald die Front da ist, jede Menge Truppen hinschicken. Das müssen wir dann... Vielleicht lasse ich die Armee auch erstmal so. Vielleicht mache ich die Marine auf 50. Und die Landungsarmee auf 50. Und dann stellen wir eine zweite Armee her, die so 100 Bataillone hat. Dann haben wir 150. Das müsste dann vielleicht erstmal ein Stückchen reichen. Und dann können wir Korea probieren. Wir haben ja noch fast 40 Jahre Zeit dafür. Ist ja nicht so, dass wir schon fast durch sind. 1900 sieht immer aus, als wäre das Spiel schon fast zu Ende. Aber wir haben ja noch 40 Jahre Zeit fast. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir da jetzt sofort los müssen, ne? Wir bringen jetzt unsere Bürokratie in den Griff, bauen die Schulden ab, machen uns ein kleines Goldpolster und vergrößern die Armee. Das ist das Ziel. Und dann legen wir los, würde ich sagen. Der Privatbau baut auch wieder, Gott sei Dank. Hat sehr schlimm begonnen, die Folge. Halloween-mäßig gruselig. Aber hinten raus lief es jetzt doch ganz gut. Wir haben Brunei bekommen. Wir haben chinesische Kriegsreparationen. Es ist perfekt, ne? Es ist perfekt. Kalat können wir gleich runterstufen. Auf ein Dominion, dann bezahlen die auch Geld an uns. Ich kann einen Regimewechsel erzwingen. In Kalat, das wäre gar nicht verkehrt. Ich schuf die erstmal runter, bevor es dann wieder hochgeht. Das machen wir nächstes Mal. Sehr schön. Dann sind wir durch für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche jedem heute Abend an Halloween, wer was macht, wer unterwegs ist, keine Ahnung, viel Spaß. Gruselt euch schön, vielleicht nicht ganz so schlimm wie in dieser Folge. Und dann sehen wir uns hoffentlich zur 16. Folge wieder. Und bis dahin, genießt euer langes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.